Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung im LS22. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht, was man braucht und was man nicht braucht. Und diese Idee ist aus einem Livestream entstanden vom geschätzten Kollege Experience, Master of Cosplay, wer ihn vielleicht kennt. Ansonsten guckt mal in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu seinem Kanal. Und zwar der Bergmann RRW 500 hatte das Problem Überladeband. So, ich habe da ein bisschen mit rumgebastelt. Standardgemäß kann er nur Rüben. In der Kategorie Ixmods gibt es dann den XP, ne, für Experience 550. Der kann Zuckerrüben, Kartoffeln, Silage, was ist das hier? Zuckerrohr, Gras und Heu laden und auch überladen. Mit 50,7 Kubik, weil es Überladewagen und benötigt 300 PS Leistung. Ich habe den abgesetzt in ein Grau, so designtechnisch, damit man die auseinanderhalten kann zwischen dem Grün. Und es ging eigentlich darum, dass wenn man so einen Rübenruder hat, der voll ist. Achso, kurze Randinfo, wenn ihr damit anfangt, klappt das Gerät immer aus, wenn ihr den befüllt, sonst kriegt ihr das Zeug da nicht mehr raus. Beziehungsweise der belädt, glaube ich, auch gar nicht, wenn er beladen ist. So, wenn wir dann jetzt hier so uns Rüben holen wollen, die wir dann mal eben fix aus dem Rübenruder rausholen. Jetzt habe ich auch Rübenruder gesagt. Jo, dann können wir auch schon wieder in den Trecker. Dann ist der voll. Dann war das Problem, dass wenn ich zu so einem LKW gefahren bin, also es ging glaube ich nur um Autodrive, wenn man es selber macht, kriegt man es hin. Dann kannst du das da oben raufsetzen. Aber wenn Autodrive jetzt beispielsweise kommt, erkennt er jetzt den Trigger ungefähr, fährt das Rohr aus, das Überladerohr, und würde in den Auflieger fahren. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal kurz die Kolli beseitigt, sodass man entspannt mit Autodrive und Cursplay Rübenroden und Zwischenabfahr-Überladegeschichte organisieren kann, wenn man Lust hat. Ein weiteres Beispiel für die Verwendung wäre, wenn man ihn an einen Bunker stellt und aus dem Fermenter Zeug holt, dann hättest du, wenn du davor einen Trecker hast mit 100 PS PTU-Leistung, glaube ich, also ein kleiner reicht, dann hast du einen Zwischenspeicher von 50 Kubik. Du kannst da hier den Anaburger nehmen, den machst du leer, füllst das da rein und der fängt dann natürlich auch direkt überzuladen. So kann man dann aber den Anaburger leer füllen und kann dann wieder zum Fermenter fahren. Das ist jetzt so eine Anwendung. Als Beispiel. Download-Link ist in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es wissen willst, wie es hier weitergeht mit noch mehr Mods, dann lass ein Abo da. Das Ganze natürlich kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist. Wenn es da ist, Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Axie sagt tschüss. Macht es gut. Bis dann und ciao.